Bei dem Implementieren von Systemen geht es letztendlich um Prozesse. Dementsprechend rückt das Produkt in den Hintergrund und der Prozess in den Vordergrund. Intralogistik 4.0 ist die Vernetzung von Mensch, Maschine und Ware. Letztendlich könnte sich jedes System per Plug-and-Play auf Steuerungsebene in die Intralogistik integrieren. Vernetzte Lösungen entstehen für den Kunden letztendlich in zweifacher Dimension. Einmal horizontal, vom Wareneingang bis zum Warenausgang durch unser Jung-Heinrich Lagerverwaltungssystem. Dann vertikal, von der Lagerverwaltungssoftware bis zur Maschine, über unsere Materialflussrechner und Steuerungskompetenz. Beispielhaft sei die Jung-Heinrich Lagernavigation genannt oder die Anbindung von Lagerliften mit unserem Logistikinterface. Es geht jetzt um die Frage, was ist die wirtschaftlichste Lösung für den Kunden? Und da geht es neben den Kosten der ersten Investition vor allem auch darum, wie flexibel sich Systeme anpassen lassen über den Nutzungszeitraum und dass man durch einen professionellen Kundenservice auch eine entsprechende Verfügbarkeit sicherstellt. Ich bin überzeugt davon, dass auch in der Zukunft intralogistische Lösungen sowohl manuelle, teilautomatisierte als auch vollautomatisierte Elemente beinhalten. Daher macht es aus meiner Sicht Sinn, dass Kunden einen Partner haben, der die Kompetenz hat, von manuell bis vollautomatisiert. Dementsprechend investieren wir bei Jung-Heinrich in unsere Zukunft, um weiterhin State of the Art zu bleiben.